Ja, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Das hier ist der letzte Sprung ever. Beim Turmspringen bei ProSieben für TV Total. Oh, ich meine, ich freue mich sehr. Elton und Stefan haben Platz auf dem Treppchen, sicher. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück. Ich freue mich, dass ich den letzten Sprung nochmal ansagen darf. Es ist eine große Ehre für mich. Ich habe ein kleines weinendes Auge. Ihr auch? Ja, absolut. Aber wir freuen uns, nochmal springen zu dürfen. Und wir hoffen, wir machen dem letzten Sprung alle Ehre und kriegen den nochmal sauber runter. Was dürfen wir denn jetzt sehen für den allerletzten Sprung? Also wir wiederholen den Sprung, den wir im ersten Durchgang gemacht haben. Einen Handstand mit halbem Auerbach-Salto. Wir hoffen, dass er da ähnlich gut runterkommt. Dann wird es, glaube ich, ein richtig enges Rennen mit den beiden Mädels. Okay. Marcel und Jonas, der allerletzte Sprung im TV Total Springen, im TV Total Springen. Viel Spaß und viel Glück. So, also los, den letzten hin bringen wir jetzt ja auch noch zu Wasser. Jonas Reckermann und Markus Rehm, die Mitfavoriten. Von 10 Metern Handstand mit einem halben Auerbach-Salto. Schwierigkeit 4,0, aber auch dementsprechend mit einem gewissen Risiko. Also, wer gewinnt das letzte Synchronspringen hier bei dieser Veranstaltung? Der sah von oben erstmal gut aus. Aber die ganze Wahrheit erfahren wir ja erst, wenn wir ihn nochmal hier sehen, von der Seite. Also, fast gleichzeitig los. Und dann kommen sie unterschiedlich an. Und dann spritzt er auch ein bisschen. Also, das ist offen. Annabelle und Ronja oder Jonas und Markus Rehm, das ist die ganz große Frage. Wer holt hier den letzten Titel? Und das sind die beiden. Jonas Reckermann und Markus Rehm gewinnen den letzten Wettkampf in der Geschichte des TV Total Turmspringens. Also, zunächst mal Gratulation, ihr zwei, als ihr aufgetaucht seid, Markus. Als ihr, ja bitte, wir sehen den Sprung nochmal. Als ihr aufgetaucht seid, euch angeguckt habt, was habt ihr gedacht? Reicht oder reicht nicht? Ja, ich dachte, es wird sehr, sehr knapp. Ich war ein bisschen spät im Wasser. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass es doch geklappt hat. Jonas? Ja, ich habe Markus gesucht. Wo ist er, wo ist er? Ich war, glaube ich, also er sagt zwar netterweise, er war ein bisschen spät dran, aber ich glaube, ich war ein bisschen schnell im Scheißegal. Wir haben das Ding gewonnen. Glückwunsch an die Mädels, Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben, auch nochmal einen Namen von allen Sportlern, die konnten sich jahrelang ausprobieren, haben ganz viel Spaß gehabt im Training. Danke an das Publikum, Stefan. Danke an Jürgen und den großartigen Trainer, der uns darauf vorbereitet hat. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und ja, war ein ganz, ganz tolles Event und ein schöner, glaube ich, schöner letzter Sprung auch. Ihr habt uns Spaß gemacht und ihr habt das Ding verdient gewonnen. Dankeschön und nochmal Gratulation.